jetzt werden wir hier nochmal einen 360-Noscope machen, weil ich hab echt Bock drauf. Na, kletter doch bitte hoch, du alte Kasperfrau. Und dann... Ja, okay, das war kein 360-Noscope. Aber ich werde nochmal die Waffen testen. Besser starten. So. 085 für... Ja, genau. Bitte Bomben. Bombenleger. Man, jetzt explodieren die alle. Ich krieg auch Schaden, das ist ja voll unfair. Dieser Bot, der folgt mir die ganze Zeit so. Erwähne ich, dass ich Melee. Ah, ja, guckst du, wie Melee ich denn nochmal? Die V. Bam! Bam! Was die Fresse, jawohl. Jo, Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Video. Ja, lang ist her. Ja, heute sind auch, glaube ich, die vorproduzierten Videos reingekommen. Oder reingeflattert von Final Fantasy. Also, bin wieder am Start. Mit neuen Aussehen, neuen Hintergrund. Freut uns auch alle. Und zur Freude des Anlass werden wir heute ein bisschen was zocken. Und zwar, um mich irgendwie zu beschäftigen. Denn ich warte gerade eigentlich nur noch auf Black Ops 6. So. Um mich zu beschäftigen, habe ich nämlich ein geiles Battle Royale Game wieder herausgesucht. Scheiß mal auf Fortnite und PUBG, den ganzen Quatsch. Nee, braucht keiner. Sau. Nee, wir spielen Apex Legend. Jawohl. Habe ich immer mal so ein bisschen reingeschaut und mir gedacht, ja, aber so als Zeitüberbrückung macht das Spiel eigentlich mal Bock. Leider sind halt immer viel zu viele Schwitzer da. Und das geht immer so ein bisschen auf den Sack. Oh, guck mal, hier habe ich jetzt sogar einen Bogen. Kann ich dir gleich headshotten? Aber ich mach mal den FPS-Counter weg. So, das geht auf den Sack. Ja. Wir spielen einfach das normale Battle Royale heute. Vielleicht, wenn ihr Lust habt, können wir den Team Deathmatch und den ganzen anderen Quatsch, den es ja gibt, spielen. Aber ich habe jetzt einfach Bock, erstmal nur Battle Royale zu spielen. Da es gibt leider nur Trios und Duos. Ich könnte zwar Duos spielen, aber dann... Ich brauche Teammates. Ich brauche viel mehr Teammates, weil ich habe keinen Bock, dass jemand sich auf mich verlassen muss. Deswegen spielen wir jetzt zu dritt. Gut, dann rein in die Schoße. Ich habe keine Ahnung von den Charakteren mehr. Achso, ich kann ja gar nicht auswählen, weil jetzt muss der Typ erstmal auswählen. Aber ich nehme einfach mal Pathfinder. Ich weiß noch, seine Fähigkeit war dieser Haken. Und... Sowas klingt doch immer gut. Oh, wir haben schon mal schicke Teammates, die wahrscheinlich Level 3 Millionen sind. Wie gesagt, ich bin im Game nicht mal richtig drin. Also wenn ich das schon sehe, dann wird mir schon wieder sauer. Da bin ich richtig sauer. Okay, das Ding ist halt immer bei Apex, man muss zu dritt halt landen. Das ist ein bisschen blöd, aber gut. Ey, klau mir ja nicht die Scheiße. Na super. Nicht. Das ist einfach der größte Drecksort, den ich hier gefunden habe. Ich habe gar nichts. Ja, endlich mal eine Waffe. Das ist ja mal was Neues. Gut, dann sind wir schon mal bewaffnet. Das ist das Wichtigste. Keine Reservemunition. Ich habe immer keine Munition. Ich weiß, ist das so ein Thema hier in Apex Legends? Man findet irgendwie keine Munition. Oh, da hinten sind Gegner. Kann ich denn markieren, dass da Gegner sind? Mit Q kann ich jetzt den Haken benutzen. Also wir können jetzt... Alter... Der Haken hat ja echt eine schlechte Range. Aber jetzt... Nein! Nein, Digga, was war das denn? Immer wieder Jump Master. Nicht der Coin Master, sondern der Jump Master. Jump Master. Wir gehen diesmal auf so ein großes Haus. Da gibt es hoffentlich mehr Loot. Ah, hab mein Achievement bekommen. Yeah! Kehre in der Schlacht zurück. Scheiße! Oh, zum Glück konnte man hier noch runterspringen. Sonst wäre das ein bisschen belastend gewesen. Haben wir hier vielleicht Waffen? Na, zum Glück. Aber nur Pistolen. Pistolen. Pistolen werden hoffentlich auch helfen. Bei meinem Teammate.
Da rennen wir mal schnell hin. Ich komme schon. Aber der Decker ist auch recht ein Egoist. Statt mal zu markieren, rennt er einfach irgendwo hin. Drei Gegner geordnet. Ja, moin. Ein ganzes Squad. Wie soll ich gegen ein ganzes Squad bitte kämpfen? Vor allem, was kriege ich hier für Runden? Sona hat mich auch geordnet. Ja, moin. Ulle. Hoffentlich alle guten Dinge sind drei. Zum Glück bin ich nicht mehr der Jumpmaster. Okay, ich bin doch der Jumpmaster, weil jemand es übergeben habt. So, aber zum Glück schon mal direkt drei Waffen, eine Sniper. So, wir scannen schon mal. Kein Gegner. Das ist ja schade. Aber ich höre hier schon 300 Geräusche. Mein Aim ist noch mal wieder da. Ja, wir haben ihn. Jawohl. Das war nicht mein Kill gewesen, aber egal. So. Schön, dass man einfach so gar keine Muni hat. Wirklich. Das Spiel hat irgendwie echt Probleme mit Munition. Das ist unfassbar. So, jetzt müssen wir erstmal wieder irgendwie Muni finden. Das ist hier in dem Game ein bisschen belastend. Oh, warte mal. Warten. Okay, ich gehe wieder zurück. Ich habe nur 11 Schuss. Warte mal kurz heilen. Oh. Warte mal, ich will auch kurz Schilde auffüllen. Ich habe sowieso gerade keine Muni. Ich muss mit Granaten umgehen. Ja, habe jetzt mal gerade eine Granate reingeworfen. Bringt wahrscheinlich eh nicht viel. Ja. Wo sind sie denn jetzt hin? Sie sind einfach weggelaufen. Einer ist hier, glaube ich, gestorben. Dann nehmen wir mal eine Waffe mit. Aber ich nehme mal eine Hemlock. Weil die soll anscheinend gut sein. Ah! Digga, dieser Schock. Immer dieser Schrei eigentlich gerade. Ja, da war er gerade. Kurz nachher. Nichts getroffen, geil. Ne, runterspringen. Da unten sind ja auch noch welche. Warte, hier hinter. Schnell! Gehen. Ich glaube, er ist tot. Ja, er ist tot. Oh, Hilfe! Was hat der jetzt gemacht da im Hintergrund? Hä? Also das habe ich jetzt wirklich nicht verstanden. Gut Leute, aber dann wäre es das erstmal gewesen mit Apex Legends. Falls ihr nochmal Bock habt auf eine weitere Runde oder gerne den Multiplayer sehen wollt, dann lasst mich es wissen. Ich habe auf jeden Fall noch mehr Bock weiter zu zocken. Ich bin zwar noch ein bisschen scheiße, aber durch mehr Spielen wird auch mehr Skill kommen, hoffentlich. Ja, haut rein. Ciao.